Die Gemeinde Meilen hat bisher verschiedene Flächen im Landwirtschaftsland und im Siedlungsgebiet gesichert und aufgewertet. Wir haben laufende Verträge mit den lokalen Landwirten und so können wir unsere überkommunalen und kommunalen Schutzgebiete ideal bewirtschaften. Da stehen wir jetzt aktuell auf der neu sanierten Jagdschussanlage. Da sind verschiedene Kleinstrukturen geschaffen worden für vier Tümpel sind angelegt worden. Dann hat man Bäume gepflanzt. Und wir haben hier eine hohe Artenvielfalt. Wir haben ganz viele verschiedene Arten, die hier ihren Lebensraum wieder zurückbekommen haben nach der Sanierung. Bei unserem Projekt arbeiten wir mit den lokalen Landwirten zusammen und auch mit dem stark engagierten Naturschutz, der viel Know-how hat und so das auf die Fläche bringen kann. Zudem haben wir Schulklassen und Pfadis und auch unter anderem Zivilschutzorganisationen. Ein weiterer Treiber ist Naturnetz Pfannenstiel. Da sorgen wir für eine ökologische Vernetzung auch über Gemeindegrenzen hinweg. Die grösste Herausforderung bei der Planung und Umsetzung von Projekten ist, dass man es frühzeitig angeht und alle Akteure an den Tisch bringt und dass die Abläufe in der Verwaltung ideal sind und dass die linke Hand weiss, was die rechte Hand macht. Die Umgebung ist vielfältiger, sie ist begrünter, sie ist artenreich somit und es hat für den Menschen und auch für die Tiere eine hohe Aufenthaltsqualität. Ja, es gibt Konflikte und wir haben zum Teil einen grossen Erholungsdruck in Naturschutzgebieten und in den Wäldern. Wir haben zum Beispiel Littering oder wir haben fast einen 24-Stunden-Betrieb, wenn da verschiedene Gruppen durch unsere Wälder durchgehen. Zum Teil ist auch die Nutzungsentflechtung schwierig, weil es hat ganz viele verschiedene Gruppen, die in die Naturräume rein wollen und rein können. Die Gemeinde Meilen hat eine lokale Wochenzeitung und dort haben wir zum Teil auch Sensibilisierungskampagnen. Wir haben zudem auch einen Flyer an alle Haushalte verschickt, wo wir Privatpersonen aufgerufen haben, den eigenen Garten zu begrünen und auch mit einheimischen Pflanzen zu bestücken. Seit dem Oktober 2022 haben wir in Meilen unsere Siedlungsökologie, die Aussagen zu 13 verschiedenen Themen macht. Zum Beispiel einheimische Pflanzen, Bäume und Sträucher, Flachdachbegrünung, die Begrünung von Tiefgaragen, Lichtemissionen und auch Sagen macht zu Gebäudebrütern.